Und damit herzlich willkommen zurück zum Minish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter, Leute. Wir sind immer noch hier im ersten Dungeon, im Waldtempel, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Ding? Habe ich da einen Namen, wenn ich mich hier ein bisschen umgucke? Wir haben ein bisschen Zeug bekommen im letzten Part. Hundefutter, ein Weckpilz. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich das brauche. Waldschrein, tatsächlich Waldschrein. Und hier haben wir auch ordentlich noch was zu finden auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was wir noch alles bekommen können ohne Schlüssel. Und ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht, was wir diese Folge machen können. Also wir machen erstmal den Dungeon fertig, dann gucken wir mal wegen dem Hundefutter. Wir haben ja das Element schon bekommen, von dem Boss hier, der ist besiegt. Und da können wir vielleicht mal gucken, ob wir das darbieten können im Schrein, ob wir da irgendwas für bekommen. Und dann wurde in den Kommentaren gesagt, es könnte am Hehler Wasserfall weitergehen irgendwie. Und in der Schule gäbe es noch einen Geheimgang unter einer Statue. Das sind so die Sachen, die ich in dieser Folge anstrebe. So. Grab der Königsfamilie. Was ist das denn? Boah, sorry Leute, ich habe keine Ahnung. Ist das ein Dungeon? Das ist doch kein Dungeon, oder? Grab der Königsfamilie. Ist das ein Dungeon? Ich mach... Keine Ahnung, ich mach den mal hier hin. Ist das richtig? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. So, sorry wie eh und je, ich bin ein bisschen verschnupft. Falls sich hier irgendwas ein bisschen komisch anhört, liegt es daran, denke ich. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir versuchen mal ganz in Ruhe den Dungeon hier zu zocken. Ich glaube, ich nehme heute auch nur eine Folge auf. Oh ja, Pegasus-Stiefel. Geil. I need it. Okay, ich muss hier erst so komisch, keine Ahnung. Ich muss ihre Sporen entfernen. Und dann sind die kampfunfähig. Bam. Ist auch so geil. Da brauche ich auf jeden Fall Schlüssel. Okay, warte. Ich sollte, glaube ich, nicht alle Krüge kaputt machen. Kann sein, dass ich ein paar irgendwie draufstellen muss. Ein paar ist gut, ne? Warte mal, das sind ein paar viele. 1, 2, 3... Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht noch. Weil ich habe nur noch 3 Krüge. Ich glaube, ich muss den... Oh. Hey, die bleiben ja einfach. Okay, ich muss da gar nichts draufstellen. Alles klar. Höhle der Flammen. Das müsste der zweite Dungeon sein, oder? Müsste. Müsste. So. Ja. Und der Waldschrein. Ei, wie geil. Auch schön. Geht ein bisschen voran, Leute. Cool. Ich dachte, ich muss hier die ganzen Krüge da drauf schieben, aber nö. Das macht's aber sehr viel angenehmer. Okay, wir müssen irgendwie den Teleporter finden, der da hochführt. Ist das so ein Anfangsteleporter oder was ist das? Erstmal ein bisschen Flöte spielen. Mache ich immer gerne. Ich gehe erstmal nach links, würde ich sagen. Da gibt es auf jeden Fall eine Schatzkiste. Und nach unten. Warte mal. Ach so. Aber. Okay, ich kann den Büsterich nicht usen von hier. Also ich versuche gerade A zu drücken, es geht aber nicht. Heißt, wir müssen wirklich den Schlüssel benutzen an der Stelle. Müssten. Weiß aber nicht, ob das jetzt so klug ist. Hier kommen wir bei dem Fass wieder raus. Okay, hier muss ich... Ah, hier ist auch ein Schlüssel. Aber da bekommen wir zum Beispiel gar keine Items da drüben. Da wird man noch 2 bekommen. Ich weiß halt nicht, wo der Teleporter ist. Das würde mich jetzt gerade am meisten interessieren. Ich gehe hier rüber. Ich mache den Miniboss. In der Hoffnung, dass die richtige Entscheidung ist. Ne, der muss auf die Nase gehauen werden, ne? Ja. Ah, okay, verstehe. Ah, ich hab's verkackt.
Ach so, Billo-Boss. So, das war's schon. Yay. Truhe. Jo. 10 Pfeile. Das ist so traurig. Okay, jetzt überlege ich es mir nochmal. Vielleicht wäre die andere Stelle doch besser gewesen. Na egal. Auf jeden Fall können wir jetzt einen Shortcut machen, theoretisch. So. Okay. Du hast die große Wirbelattacke erlernt. Die höchste Schwertechnik. Oh. Aber die muss ich jetzt noch weiter aufladen? Das war der Great Spin, aber den habe ich ja jetzt schon. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt schon alles habe und was nicht. Ich glaube, da müssen wir nochmal in die Kommentare reinschreiben, was ich jetzt habe und was nicht. Boah, es war schlecht, ne, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich hätte in die andere Richtung gehen sollen. Da hätte ich vielleicht die Pegasus-Stiefel bekommen. Wenn ich hier lang gegangen wäre. Oder wo ist denn der Teleporter? Das ist halt die Frage. Von da aus komme ich jetzt ja auch nicht weiter. Da ist ja auch die dicke Truhe. Wie komme ich denn zu der Truhe? Wie viele Schlüssel gibt es denn hier? 4. So, warte mal. Ja, da brauche ich wahrscheinlich auch einen Schlüssel von der Seite. Okay, da müssen wir jetzt erstmal komplett den ganzen Weg zurücklatschen. Beziehungsweise wir gehen... Wir können zum Anfang des Tempels zurück, ne? Über... Überspeichern und dann Quick Warp. Müssten wir zum Start... Ah, guck mal. Hier ist tatsächlich der Teleporter. Das heißt... Oh, geilo! Jo! Wir kriegen die Pegasus-Stiefel, sehr schön. Ah, wenigstens etwas. Sehr schön. Ja, aber ich glaube, jetzt sind wir erstmal durch soweit, ne? Ich glaube, jetzt können wir erstmal nichts weiter machen. Außer vielleicht nochmal Flöte spielen. Ach, sorry, wenn ich Ocarina of Time spiele, ist auf der Seite immer das Menü. Wo ich jetzt auf die Flöte drücke. Und hier ist halt die Flöte. Ist halt ein bisschen verwirrend. So, warte. Karte will ich aufrufen. Ich gehe nochmal darüber, aber ich glaube... Da brauchen wir einen Schlüssel, oder? Ich jetzt hier lang gehe und roll hier mal eine Runde. So. Ne, brauche ich keinen Schlüssel, hä? Aber hier ist so eine Schatzkiste, die ich noch nicht habe. Warum habe ich die Schatzkiste nicht... Ach, Alter. Diese Blöde. Warum habe ich die Schatzkiste nicht mitgenommen? Bin ich doof? Oder war ich hier noch nicht? Ein Herzteil. Hä? I don't know. Verstehe ich gerade gar nicht. Aber hier war ich schon. Hä? Das ist mir gerade sehr spanisch. Okay. Aber jetzt sollte es erstmal soweit fertig sein. Wir haben jetzt noch hier einen Raum in der Schatzkiste. Ansonsten sind wir durch. Aber wir brauchen trotzdem noch 2 Schlüssel. Naja, gut. Wir machen den Quick Warp. Zack. An Anfang des Dungeons. Sollten wir öfter einsetzen übrigens. Und wir haben jetzt den Pegasus-Stiefel. Die muss ich auch ausrüsten. Oder ich habe die auf L. Ah, cool. Warte. Jo. Saugeil. Okay, was tun wir jetzt? Also wir haben die Pegasus-Stiefel. Damit haben wir erstmal eine große neue Auswahl an Dingen, die man tun kann, glaube ich. Zum Beispiel fällt mir gerade eine Sache ein. Warte mal. Ich glaube nämlich, wenn ich hier vorgehe, kann ich irgendwo einen Baum kaputt trampeln. Und kann den benutzen, um dann klein zu werden. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo es war. Hm.
Dann muss ich hier, glaube ich, nach links. Oder hier rüber? Hier rüber war es vielleicht auch. Müssen wir mal kurz gucken. War hier nicht irgendein Baum, den wir kaputt rempeln konnten? Oder war das hier nicht? Alter Falter. Tatsächlich nicht. Ich dachte eigentlich, das wäre hier gewesen. Weil wir hier müssen wir überall als kleiner Bimpf langlaufen. Und da sind wir ja schon mal vorbeigekommen. Nicht, dass ich wüsste. Gibt es noch andere Ideen? Ja, wenn ich mich klein mache, ist halt das Gras wieder da, ne? Deswegen, weiß ich gerade nicht so recht. Ich muss wahrscheinlich von der anderen Seite kommen. Das ergibt wahrscheinlich mehr Sinn. Miau. Okay, cool. Freue ich mich auf jeden Fall. Was war hier nochmal drin? War hier, hier waren wir bestimmt schon fertig, oder? Ah, da ist auch so ein Deko-Kerl drin. Ey, ich brauche das scheiß Schild, ne? Überall sind diese Deko-Kerle. Wahnsinn. Okay, Leute, das war doch aber schon mal wieder ein bisschen Fortschritt. Jetzt müsste ich halt noch wissen, wo denn die ganzen Dinge waren, wo ich mal mit dem Baum interagieren muss. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Muss ja jetzt so ganz komisch. Muss ich eigentlich das Schwert ausrüsten? Oder kann man hier gar nicht mit dem Schwert rennen? Wieder so eine Frage, ne? Fragen über Fragen. Hier ist, guck mal, hier ist Tingeltangel. Ich weiß, hier war irgendwie einer, ne? Irgendwo hier? Das. Genau, hier kann ich schon mal so ein Ding kaputt machen. Das hat funktioniert. Und dann kann ich zumindest schon mal hier hoch. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Hi, Kumpel. Okay, bringt leider nichts. Ach, Mann. Hätte sein können. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Ja, Problem ist jetzt halt, ich habe gerade wirklich keinen Plan, was ich alles machen kann mit den Pegasus-Stiefeln. Aber ich weiß irgendwie im Hinterkopf, ich hatte ein paar Sachen, die ich tun muss. Was ich jetzt auch mal machen werde, hier ist das Siegel. Ah, hier zum Beispiel, hier kann ich auch weiter, ne, mit den Pegasus-Stiefeln. Was haben wir denn hier? Ich will halt auch gucken, dass ich vielleicht das Elementar mal da biegen kann. Was war hier? Schwertmeister oder was? Wir können jetzt auch zu dem einen Schwertmeister, der 10 Herz brauchte. Brauche ich die Fackel? Der Schwertmeister, mit dem ich 10 Herzen brauchte, war, glaube ich, am Haljasee. Da müssen wir nochmal hingehen, auf jeden Fall. So, aber hier können wir uns auch erstmal klein machen. Und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Auch nur wieder so ein Gnom. Hey. Das ist alles? Das sind wahrscheinlich alle so Typen, mit denen man vereinen kann, oder? Kann man hier sonst sowas machen? Ah, ich kann hier durchlatschen als Bimpf auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hätte ich vorher ein bisschen was kaputt machen müssen? Nee, das spawnt ja alles wieder. Theoretisch. Komme ich nicht durch. Gab es noch irgendwas, was ich machen konnte hier als Kleiner? Okay, wir müssen nochmal auf Pferdensuche gehen. Ich wünschte, man wäre ein bisschen schneller. Hier komme ich auch einfach durchgeschlichen. Vielleicht ist das einfach ein leichterer Weg, dass man da an den Wachen nicht vorbei muss.
I don't know. Ja, aber eigentlich nicht, ne? Ja, was soll ich denn hier? Ah, doch, da. Ich sehe es, ich sehe es. Da kann ich hoch, ne? Geil. Jo, jetzt zumindest... Toll. Wenn es halt wirklich die Flossen gewesen wären, nur hätte ich mich gefreut, aber... ich hab's ja schon. Beim nächsten Mal werden wir das, glaube ich, wieder anders einstellen. Es ist dann halt... Ja, es ist halt so, als wäre ich trotzdem enttäuscht, ne? Es hätte dann einfach als auch 5 Rubine sein können. Wäre halt derselbe Effekt. Aber da hätte ich halt 5 Rubine. Okay, ich klopp mich nochmal schnell an den Wachen vorbei. Warte mal. Nicht, dass ich kaputt mache. Kommt da irgendwas bei rum? Gar nicht, okay. Ja, will mal gucken, ob ich das Elementar da bienen kann. Und ob ich da irgendwas bekomme für. Nein! Hey, habe ich das letzte Mal gemacht? Nee, ich muss hinter dem herlaufen, hinter dem einen. Das ergibt ja alles keinen Sinn, was ich gerade mache. Es ergibt aber auch keinen Sinn, dass der mich da vorne nicht sieht. Das ist so dumm. Hä? Oh Mann. So war doch hier, war aber auch schon drin, oder? Oder geht das. Geht's von hier direkt da rein? Kann auch sein. Ins Heiligtum. Ja, wir waren doch das jetzt erst da. Ja, ich glaube, wir kommen hier auch direkt ins Heiligtum. Ne, ins Schloss Hyrule sogar. Aber hier geht's ins Heiligtum. Okay, kriege ich hier irgendwas? So, Ladeschwert dort auch im Brunnen. Ne, ich brauche 2, ne? Okay. Dann machen wir hier auch mal ein Quick Reset. Wo kommen wir da hin? Heilige Stätte anfangen. Und wenn ich hier Quick Reset mache, spiele das mal ein bisschen aus. Um zu gucken. Ne, bin ich wieder bei der Heiligen Stätte. Okay. Können wir hier im Schloss irgendwas machen? Eigentlich? Weil wir haben, glaube ich, auch ein paar Schlüssel fürs Schloss, aber das ist ja das dunkle Schloss Hyrule, deswegen hier wird wahrscheinlich nichts sein. Ich muss durchs Haupttor kommen. Ja, ansonsten passiert hier nichts. Okay. Aua. Okay, was jetzt tun? Hundefutter. Was, wenn ich jetzt ein Quick Reset mache? Komme ich dann beim Haus raus? Nee. Da, wo ich zuletzt rausgekommen bin, komme ich raus. Alles klar. Ist ja auch irgendwie logisch. Okay. Ja, Leute. Bäume. Wir können auf jeden Fall zu dem Schwertmeister, ne? Ich erinnere mich. Wir haben 10 Herzen mittlerweile. Da will ich nicht hin. Danke. Genau. Und Hundefutter. Aber wer ist derjenige, der das Hundefutter haben möchte? Welcher Hund möchte das haben? Ist es der da drüben? Und passiert was, wenn ich hier reingehe? Ich habe auf dich gewartet. Es sind neue Figuren fertig. Ja. Ja, ja, das ist auch irgendwie ganz komisch. Weiß nicht, ob ich da überhaupt noch was bekomme von der.
So, Hund? Okay, der ist es nicht. Wem muss ich das Hundefutter geben? Hat irgendjemand noch Bock auf Hundefutter? Schlüssel zum Friedhof. Was ist das denn schon wieder für ein Schlüssel? Ah, der ist golden. Warte mal. Du kannst jetzt den Friedhof betreten. Aber warum? Wer war das jetzt? Ah, Anschub müssen wir auch noch machen, ne? So viele Dinge, die wir noch tun müssen. Einfach goldenen Schlüssel erhalten. Ich werde auch einfach mit den Leuten noch mal ein bisschen reden. Vielleicht gibt es da immer noch mal was. Du. Hallo? Du. Prosit! Ich würde das gerne mit dem Hund noch klären, aber die Frage ist halt... Was war das hier? Ach, das war der Schwertmeister. Kannst du mir noch was beibringen? Ja! Menno. Die Stiefel haben sie ihn angetan. Ja, Hundefutter, Leute. Hundefutter. Hier kann ich mir einen Trank holen. Da ist ein Hund, aber... Muss ich als kleiner Bimpf mit denen reden? Hundefutter? Keine Ahnung. I don't know. Warte. Ja, das war's nicht. Eine Sache probiere ich noch, dann beenden wir den Part. Wahrscheinlich bringt's eh nichts, aber ich will es zumindest mal probiert haben. Wenn ich jetzt mit dem Hund rede, kann ich ihm Hundefutter geben? Wem muss ich das Hundefutter geben, Leute? Ich weiß es nicht. Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, wer das Hundefutter bekommt. Ansonsten machen wir jetzt im nächsten Part weiter. Dann checken wir mal aus, was wir mit den Pegasus-Stiefeln so machen können. Und außerdem hätte ich gesagt, wir checken mal den Seela-Wasserfall aus. Plus den Schwertmeister mit 10 Herzteilen. Sollte der jetzt auch was droppen. Das ist der Plan für die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi!